So, hallo Freunde der guten Unterhaltung. Wir präsentieren Kanal 21 Hotspot 21, das neue Jugendmagazin, moderiert aus einer WG. Und ja, wir starten direkt mit dem ersten Beitrag, dem Warm-up. Und ja, da geht's um Sport. Scene, du bist auch eher so der sportliche Typ. Ja, ich mache Parkour seit einem Jahr, habe mich schon immer irgendwie an Fitness gehalten und versuche das immer weiterzumachen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kanal 21 Backstage. Heute bei uns zu Gast Dave Goodman und Steve Baker. Hi. Hi. Heute bei mir zu Gast an der Theke Evan Freyer. Hi. Hi. Eine Großstadt sucht Abkühlung. Bei Temperaturen um die 30 Grad ist das auch bitter nötig. Wir haben Bielefelder Passanten einmal befragt, wo sie das genau machen. Pferdefleisch statt Rinderfleisch in der Lasagne. Immer mehr Produkte werden aufgrund von Etikettenschwindel aus dem Handel genommen. Mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern München stehen zwei deutsche Mannschaften im Finale der UEFA Champions League. Wir haben Bielefelder Bürger befragt, was sie von dieser Konstellation halten. Also mir persönlich wird da ja der Pinsel aus der Hand fliegen. Mal schauen, welcher Künstler uns aufmacht. Hallo! Hallo! Hallo, wer bist du? Ich bin Michael Nocher. Alles klar, und du zeigst uns jetzt, was hier so läuft. Ja, dann komm mit rein. Gut. Ja, das sind also die Hallen von Block 1. Das ist ein Atelierzentrum mit circa 15 Ateliers. Das Ganze ist also als Verein organisiert. Wir haben hier das Gebäude angemietet, vermieten das zum Selbstkostenpreis an Künstler weiter. Ja, hier sehe ich schon, es ist wesentlich mehr zugestellt, wesentlich mehr, weniger Platz. Ja, das sind die Skulpturen von Wolfgang von Jamier. So, hi, du bist Wolfgang? Ja, Wolfgang von Jamier, mein Name. Ja, und ich sehe, du hast schon einiges an interessanten Arbeiten gemacht, die dir deine Fläche zustellen. Kannst du vielleicht was dazu sagen, so ein bisschen? Ja, ich bin hier im Block 1 so seit 2002 ungefähr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bielefeld Sozial. Schön, dass Sie dabei sind. Mobbing, das systematische Fertigmachen einer Person, sei es am Arbeitsplatz, in der Schule oder in sonstigen Situationen, stellt ein allgegenwärtiges Problem dar. In Zeiten von Facebook und Co. verlagert sich das Mobbing immer häufiger ins Internet. Laut einer Studie der Universität Bielefeld haben 44% der deutschen Schülerinnen und Schüler Erfahrungen mit Cybermobbing gemacht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Profil in unserem neuen Studio. Bei mir zu Gast ist Max Holodinski. Er ist Wirtschaftsingenieur, angehender Wirtschaftsingenieur, studiert in Aachen, kommt aus Bielefeld. Hallo Max. Hallo. Ja, wir haben dich eingeladen, nicht weil du angehender Wirtschaftsingenieur bist, so bewundernswert das auch ist, aber du hast an einer ganz besonderen Rallye teilgenommen. Erzähl mal ein bisschen was. Das war die Allgäu-Orient-Rallye. Ja. Vielleicht sagt einem das was, in Österreich ist das deutlich bekannter als in Deutschland, in der Türkei ist das der Hype schlechthin. Die Idee dieser Rallye ist eigentlich, man fährt mit alten Kisten aus Süddeutschland bis runter nach Jordanien. Und der Hauptcharakter dieser ganzen Geschichte ist diese Charity-Sache, dass die Autos eben da bleiben. Ja. Blieben nur die Autos da oder ich habe mich ein bisschen informiert, manche Leute haben da, glaube ich, auch noch andere Hilfsgüter hingebracht? Genau, zum Beispiel, was sehr, sehr beliebt ist, sind Hörgeräte. Hörgeräte zählen in Deutschland als Medizinprodukt, das heißt, dein Hörgerät darf ich nicht mehr benutzen, sondern das wird dann weggeschmissen. Tatsächlich muss es einfach nur eingestellt werden. Dann bin ich gerade dabei, noch so eine große Doppelbüste zu machen, was auch ein Tänzerpaar ist. Ja. Vielleicht können wir da mal rübergehen, damit wir das schön einfangen, gerade direkt am Kunstwerk. Das ist noch in Arbeit. Kann man das so grob sagen, wie viel Zeit man da rein investieren muss? 15 bis 20 Stunden für eine dieser Figuren. Wenn es sehr groß ist, arbeite ich lieber in Gips, so wie zum Beispiel bei dieser Figur. Also man will seine Sachen, wenn man so viel Arbeit da rein investiert hat und so viel Herzblut, da mit Sicherheit auch ein paar Leuten zeigen, dass die einem dann auch gewisses Feedback geben, oder nicht? Ja, natürlich. Und man möchte natürlich auch gerne, dass das ein oder andere Stück dann auch woanders mal steht. Ne? Das verstehe ich. Ja, danke schön. Also sehr interessant. Frau Eilerbock, Wheelchair-Tennis, auf Deutsch übersetzt Rollstuhl-Tennis. Wie kann ein Laie wie ich sich das vorstellen? Im Endeffekt spielen wir nach den gleichen Regeln wie unsere Fußgängerkollegen. Der einzige Unterschied ist im Endeffekt, dass wir den Ball zweimal trumpfen lassen dürfen. Und wir haben natürlich letztlich ein drittes Sportgerät, neben Ball und Schläger halt unseren Sportrollstuhl, der halt so angefertigt ist, dass wir uns auch entsprechend schnell natürlich über den Platz bewegen können. And you're from Chicago and now you live in Essen. Why you live in Germany now?
The music scene here in Europe is good for me, to be honest. It's a lot easier being a blues player in Europe, I think, than it is in Chicago. Chicago's a great place to learn the art. It's always going to be the home of the blues, and being in Europe, I have more of an opportunity to be kind of the one guy from Chicago looking for gigs on Friday night instead of one of 50 guys looking for gigs on a Friday night. So. Seit wann machst du jetzt Musik? Seit wann bist du Musiker und wie kam es dazu? Die Solo-Sache mache ich seit 2008 und habe davor noch in einer Band gespielt in Velbert, wo ich herkomme. Und habe allerdings tatsächlich mit der Musik erst angefangen 2003. Ist das wirklich so, dass man in Stuttgart oder Baden-Württemberg allgemein wirklich so Spätzle so isst, oder ist das so ein Vorurteil? Man isst schon viel Spätzle. Okay. Also wenn meine Oma zum Beispiel kocht, dann gibt es grundsätzlich Spätzle. Und wenn ihr jetzt denkt, wir haben auch eine coole WG und das wäre doch mal eine coole Nummer, wenn das Kanal 21 Fernsehteam bei uns vorbeischaut, dann schreibt eine Mail an wg@kanal-21.de und ja, vielleicht stehen wir dann bei euch vor der Tür und drehen auch lustige Sachen mit lustigen Menschen und ich sag bis zum nächsten Mal.